Willkommen in Stockholm, Schweden. Wunderschöner Campingplatz. Sehr ruhig. Als wir gestern angekommen sind im Dunkeln, das sah so ein bisschen aus wie der Wald von Blair Witch Project. Aber ziemlich, ziemlich geil. Ja, und das hier, Freunde, das ist unser Wohnmobil. Das Riesenschlachtschiff. Ich weiß, das sieht von innen gar nicht so aus. 7,50 Meter lang. 2,90 Meter, glaube ich, hoch. Mit Satellitenschüssel auf dem Dach. Hier Fach, wo man Zeug reintun kann und sowas alles. So sieht das Ding von vorne aus. Oben mit dem Aufbau, wie gesagt, da kann halt oben kann man noch so ein Bett runterlassen von drin. Das zeige ich euch gleich nochmal. Da kann dann auch nochmal einer drin schlafen. Hier das Schild natürlich, ganz wichtig. Liga und Dizzy on Tour, das darf nicht fehlen. Auf gar keinen Fall. Ja, hier, ne, Fenster. Hier schläft Nils. Ich schlafe auf der anderen Seite. Das ist die Rückseite und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass wir da oben eine Rückfahrkamera haben. Damit wir beim Rückwärtsfahren auch ein bisschen, ja, ein bisschen was sehen können. Fahrradträger ist dabei, wir haben halt keine Fahrräder, aber in der Theorie könnten wir welche draufpacken und die Fahrräder hier mitnehmen. Hier links an der Seite gibt es nicht so viel zu sehen. Hier halt auch ein riesengroßes Fach, das geht einmal komplett durch. Da ist ein Tisch drin, da sind Stühle drin, Kabel, Putzzeug, was weiß ich, sowas alles. Genau, Fenster auf meiner Bettseite. Das hier ist quasi der Kamin. Also hier wird, hier kommt die Luft halt raus, ne, wenn man heizt da drin und so. Ja, das Küchenfenster, wo wir gerade gefrühstückt haben, da steht der Nils. Die Kaffeemaschine, ganz wichtig. Hier füllt man Wasser nach, wenn man den Wassertank füllen möchte. Hängst du dann da einen Schlauch rein und lässt er laufen. Ja, ansonsten auch nochmal Fenster in der Sitzgruppe gerade. Und hier wieder vorne das Ganze, wo ich fahre. Ja. Also wirklich sehr, sehr, sehr schickes Teil. Hi. Aber ihr seht auch schon die Dimension von dem Ding, wie groß das ist. Ach so, eine Sache noch. Die werden wir euch die Tage dann bestimmt auch nochmal irgendwann zeigen. Und zwar haben wir hier draußen, das ist eigentlich das Wichtigste vom ganzen Wohnmobil. Nicht wahr, Nils? Strom. Ja, das auch. Wir haben eine Markise, die einmal komplett von links nach rechts geht. Wie man hier schön ausziehen kann, dann wird die hier so festgemacht mit so ein paar Füßen. Und dann kann man halt hier super geil sitzen. Ja, ich feiere Markise. Jetzt noch nicht so. Aber ja, wann genau. Ja, genau, so sieht das Ding von außen aus. Hey Leute, willkommen bei MTV Cribs. Heute zeige ich euch meine Hood. Kommt rein. Hier ist der Essensbereich, den seht ihr ja immer. Mein Platz, Sascha. Abends sitzt Sascha da, ich hier. Ja, weil ich Tisch brauche zum Bilder bearbeiten. Also Sascha, sein Platz, meiner. Hier sieht man auch die ganzen Kabel, da oben ist alles voll. Wir haben auch unsere ganzen Staufächer hier oben, die sind auch alle voll. Da liegt die ganze Technik drin, hier liegt Sascha seine Technik drin, da was fürs Auto. Hier ist unser Geschirr, können wir gleich mal zumachen, weil wir fahren ja gleich. Unsere Kaffeemaschine zum Wasserkochen, weil wir keinen Wasserkocher haben. Waschbecken, der Herd. Hier unten ist auch richtig gut. Mülleimer und noch ein paar Wasserflaschen für uns. Unser Kühlschrank ist auch noch hier. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ne? Aber hier steht noch ein bisschen Essen drin, Müsli und sowas. Eingewecktes von Oma. Und dann haben wir hier unseren Kühlschrank. Ein bisschen Essen drin, was zu trinken, kleine Snacks, eine Brause. Da schon sein Instant-Kaffee, weil anders kann er nicht fahren. Hier sind nochmal die Anzeigen für unsere Batterien. Also das ist die, sieht man ja, ist die Batterie hinten, Batterie vorne. Wir werden beide geladen beim Fahren. Hier haben wir unseren Frischwassertank und unser Schmutzwassertank. Und hier ist das Rad zum Heizen. Dafür muss man aber auch die Heizung anmachen, gell? Hier. Die läuft nur, wenn Gas an ist. Aber Gas haben wir ja nicht. Unser Fernseher, den wir natürlich nicht benutzen. Hier kommt unser Schlafbereich. Hier schlafe ich. Hier Sascha. Also hier ist mehr als genug Platz. Hier die Matratzen seht ihr ja auch. Die sind relativ dick. Hier kann man zwischendrin auch noch das Ding ausziehen. Und dann kann man das Bett doppelt so groß machen, wenn man das möchte. Hier ist das Stauraum drin. Für Klamotten und sowas alles. Hier auch. Und oben
oben ist auch überall Stauraum, seht ihr ja, da sind unsere Klamotten, ein bisschen Technik, da ist auch nochmal Strom zum Laden. Hier ist unser Klo, das werden wir 2 Wochen lang nicht benutzen. Oh, wo ich das gerade sehe, bevor wir losfahren, müssen wir auch zumachen, sonst knallt es nachher. Und hier drin ist auch unsere Dusche. Da kann man jetzt hier unten, das mache ich jetzt nicht, weil wir müssen ja gleich los, da kann man das Ding anheben hier und dann kann man sich hier die Dusche fertig bauen und dann kann man hier drinnen duschen, wenn man möchte. So, und das ist eigentlich auch unser Wohnmobil. Hier oben ist noch die Heizung drin. Damit kann man, wenn man möchte, dann heizen. Und hier, das hatte Sascha euch ja gerade schon mal gesagt, das werden wir nur mal kurz demonstrieren, mal den Schalter umdrehen. Und dann kann man hier auch noch, wenn man möchte, möchte ich aber nicht weiter runterfahren, weil das hier sonst aneckt und wir Kabel gezogen haben. Und dann kann man hier oben drauf auch noch schlafen, wenn man möchte. Das finde ich ja fast mit dem geilsten tatsächlich hier. Wenn du mit mehreren Leuten unterwegs bist. Ja, hier kannst du locker mit 6 Mann drin pennen, wenn du Bock hast. Und dann kannst du es hier wieder sichern. Zack. Und dann ist das wieder fest. So. Und das ist unser Wohnmobil. Danke, Caravan Band, für diese wundervolle Erfahrung, die ihr uns sponsoren. Das ist nicht so selbstverständlich, gell? Wir werden jetzt, denke ich mal, alles abfallbereit machen. Ich werde jetzt noch den Strom abbauen, das alles wieder verbacken und dann werden wir losfahren nach Stockholm. So, mal gucken, ob wir einen Dings finden, einen Parkplatz. Auf die rechterseite zie je een wunderschöne Kirche. Wunderschön. Auf die linkerseite zie je een wunderschöne Dizzy. Dat is echt lekker. Ja, dat is Stockholm. Echt lekker. Guck mal da hinten, seht ihr den? Was brauche ich für meinen Garten, Magga? Die paar Meter brauchst du vielleicht. Na klar. Na sicher. Ich finde das so faszinierend. Es sind so mega viele Leute hier unterwegs, aber irgendwie ist alles ganz entspannt und ganz ruhig und ganz chillig. Also nicht irgendwie hektisch oder irgendwie sowas in die Richtung. Das ist alles sehr gechillt. Ich laufe jetzt ganz cool geradeaus, Chat, ja? Sieht das cool aus? Das sieht doch echt gut aus. Also an deiner Stelle würde ich mal hier runterkommen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob das Wasser hier auch nass ist. Ja, ist nass. Wo sind wir jetzt hin? Hä? Wo ist denn jetzt hingegangen? Der ist schon rein. Komme ich jetzt wieder hoch? Oh. Können wir so ein Foto machen, Nils? Boah, Junge, dicke Eier. Können wir so ein Foto machen? Oder so ein Stream? So, du laufst voraus und nimmst so meine Hand hinten, weißt du? Ja, genau so. Oh. Jetzt sollen wir mal bremsen hier, ne? Wow. Punktlandung. Boah, da wie das Ding hier wackelt, ne? Boah. Ja, wie kommen wir in Stockholm, Jungs? Das ist echt lecker hier. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Reise mit dem Bootje. Hallo, ja. Hey. Hallo. Ja, ja. Hallo, 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 ja, hallo. Verdammt, das sind Deutsche. Kannst du dich mal dahin stellen? So, noch 3. 1, 2, 3 und... Oh.
Mit welchem Elan, Alter, mit welchem Elan?